So, jetzt sollte alles stimmen. Was sagst du nun, Schätzchen? Nibbe, 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 nibbe. Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Wie wahr, wie wahr. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus, Rufus. Boah, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na? Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen! Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach. Dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. So, und moin. Und da sind wir wieder. Das Minenrätsel, ey. Ganz wild, schon immer ein Problem gewesen. Erstmal, dass ich diese blöden Schalter da unten nicht checke. Das ist schon mal das eine. Und danach, ich kann Grün und Gelb einfach nicht auseinanderhalten. Und nee, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da eben auch wieder eine Lösung dazu gezogen. Ich kriege das nie auf eine Reihe. Frustrierend sowas. Egal, kann das Spiel nichts für. Das sind meine kaputten Sehnerven und alles und Idiotie im Allgemeinen. Egal, wir sind jetzt wieder da. Wir sind damit fertig. Und wir haben hier einiges zu erledigen. Gucken wir uns doch erstmal Goal an. Wie geht's der guten Maus denn? Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Lecker. Sardellenautomat. Dynamit gefischt und sonnengetrocknet. Nice. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Oh. Sardellen am Spieß. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Oh Mann. Hebel 1, Zuckerwattemaschine.
Hebel 2 und Hebel 3 zugearbeitet. Ich war hier schon mal, als Kind, mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ey. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Verdächtiges Lämpchen. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Hebel. Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Scheint kaputt zu sein. Ich muss bestimmt erst dieses Hebelrätsel lösen. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Egal. Das wirkt irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum ein Stecker? Och nö. Ja, das ist aber auch eine Steckdose, das ist doch gut. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Yay, Zuckerwatte. Jetzt steht er auf Calzone. Jetzt steht er auf Phosphor. Zuckerwatte. Jetzt steht er auf Geschmacklos. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine und keine Augen. Ich glaube, man muss einen Stock hineinhalten. Da ist ein Stock drin. Erstmal Hebel. Die Schalter verstellen die Lichter. Da 3 und auf der anderen Seite 1. Upsi. Oh. Aha. 1 aus, 2 an. Ich komme der Sache näher. Bist du dir sicher? 3 und 3? 6, oder? Es sind alles Primzahlen. Was, wenn ich Quersummen bilde? Ich muss binär denken. Es sind alles Primzahlen. Was, wenn ich Quersummen bilde? Ich muss binär denken. Will mich das Spiel in das Licht führen? Ich hoffe doch. Kaugummiautomat. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ey, das ist super. Tanzende Kellerassel. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Yay. Ist das was? Verdächtige Lämpchen, genau. Ja, okay. Dann iss mal. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Ist eh nur auf den Stock abgesehen. Ja. Geschmacklos Zuckerwatte. Essen. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Ja gut, auf jeden Fall können wir hier, was war das, Calzone und Phosphor kriegen. Das mache ich nichts mit, das ist nichts. Das schließe ich jetzt. Ah. Beleuchteter Turm. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist.
zur Bahnhofshalle. Runter. Klappe. Rufus, geh da auch mal hin. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Binäres Denken. Okay. Zum Turm. Mosaikscheibe. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Okay, zum Turm. Ist eine Gabel und ein Stabelkuscheltier. Boi. Ist ja einiges. Tonne mit Wasser. Kran. Junge. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Das ist ja gut. Tümpel. Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Okay. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Okay. Ich spare mir meine Telekinet. Das ist nichts anscheinend, okay. Ich spare mir. Genau, kommst du auch nicht ran, da auch nicht. Das heißt, wir müssen hier durch, aber das können wir noch nicht. Weil das will er noch nicht machen, wenn keiner zuguckt. Bahnhofshalle, was fliegt da? Lampe. Das einzige Licht hier hinten. Okay. Kannst du aber nichts mitmachen. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Okay. Ich glaube, es gibt ein spezielles Werkzeug gegen Dreck. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Da geht's auch noch weiter. Junge, das ist aber mal ein großer Schauplatz. Mosaiksteine. Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, hier hat jemand was draufgekritzelt. Aha. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Wahrscheinlich irgendwo verstreut. Klappe. Nische. In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind das kann. Ja, okay. Das, oder null. Genau, das hatten wir schon. Fackel. Hä? Ufus, was soll das? Geh dahin, wo du hin musst. Fahrstuhl. Öltankklappe. Putzschrank. Wir brauchen mal zu putzen. Wischmopp. Seife. Eimer. Was sagst du denn zu den einzelnen Sachen? Man sollte immer einen Eimer in der Manteltasche haben. Okay. Die Seife ist dreckig. Ha. Was machst du jetzt, du aufgeblasener Hygieneklumpen? Ein Mob muss doch zu irgendwas gut sein. Ja, Muss nicht erst was in den Eimer? Wasser oder so? Ja. Das geht wahrscheinlich nicht. Verdammt, funktioniert denn hier gar nichts? Nee. Tankklappe. Ja, gut. Auf und zu. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. R-U-F. Das war's nicht. Das vielleicht. R-U. Ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Lass mich raten. Das ist dann auf den kaputten Mosaikfliesen-Dingern. Okay.
Wasser. Wasser? Wasser? Da war doch hier Dingens. Geh da hin. Bei dem Teich-Ding. Ich bin durch. Ne? Da war doch so ein Wasser. Hier, da unten. Hinter meinem Kopf. Hinter meinem Kopf natürlich. Ich glaube, ich soll das mit der Kamera dann doch vielleicht mal sein lassen. Ich habe ja schon die eine Katze gar nicht im Bild gehabt. Es ist so wild. Es ist einfach zu wild. Jedenfalls hier ist eine Tonne mit Wasser. Da. Da. Tonne mit Wasser. Hier. Okay. So. Wir haben jetzt Wasser. Ey. Inventar. Bleibst du wohl da? Zack, zack. Hm, schau mich. Hm, schau mich. Bischmob. Warum muss ich auch immer alles mit allem ausprobieren? Jetzt haben wir den Salat. So war die dreckig. Das Mosaik. Einigbar mit Kopf oder auch nicht. Nee, es war einfach nur dunkel, ne? Genau. Aber die war schmuddelig. Dann machen wir die mal nicht schmuddelig. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist! Der Wischmob ist zerbrochen. Ha. Na, so ein Jammer aber auch. Mob. Mob-Stange. Kaugummi. Mosaikstein. Aber hier ist doch ein Loch. Da fehlt ein Stück Scheibe. Ein Stück Scheibe. Okay. Da ist wieder so eine Nische. Mosaikstein. Sabalot, der Stein hält nicht. Und nun? Achso, Kaugummi. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Gekautes Kaugummi, Mosaikstein. Das ist doch easy Logik. Muss doch einfach nur reingeklebt werden. Komm. Ich brauche mehr Licht. Scheiße. So viel zum Thema easy Logik. Mehr Licht, mehr Licht. Ah, warte. Wir hatten doch. Phosphor, oder nicht? Phosphor leuchtet doch. Jetzt steht er auf Calzone. Ja, das ist auch nicht schlimm. Jetzt steht er auf Phosphor. Genau. Mobstange. Hier steht, der Umfang des zu wattenden Stocks darf 2 mm nicht überschreiten. Des zu wattenden? Wer hat den denn eingestellt? Ach, der Stock, das hier. So. Egal. So, also, Phosphor haben wir. Essen wollen wir die nun wirklich nicht. Aber hier, da, gegens Licht halten wollen wir die. Oh. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Nee, er ist wieder da. Gut. Ab in die Nische. Vor die Klappe zumachen, aber das geht nicht. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Tja, dann wollen wir doch mal. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Okidoki. Falscher Winkel.
Ja, das ist ein Puzzle. Ja, da muss ich ja probieren, ne? Nee, das geht nicht. Da muss ich ja. Achso, ja, hier, ne? Rahmen. Heißt, ich brauch so eine Ja, gut. Ja, dann probiere ich hier einfach rum. Und, ne? Lass das im schnellen Vorlauf laufen. So. Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Oh nö. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein, geh rein. Verdammtes Ding, du sollst. Upsi. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Sicherungskasten. Warum nicht? Attaschelampe. Sicherungsschalter. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Irgendwas Cooles. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer, aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Ja, gut. Allerdings auch nicht besser als vorher. Was haben wir denn? Taschenlampe? Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Ja gut, aber jetzt haben wir ja Code für den Fahrstuhl. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Nee, offensichtlich hat das funktioniert. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Kreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Oh ja, bedrohliche Musik. Notboot. Hebel. Erstmal wird gehebelt. Good morning, eine Flagge. Nehmen wir immer mit. Kann man damit irgendwas machen? Was für eine Schönheit. Stark, robust,
und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Ha. Was für ein All haben wir schon. Ach so, die Aufstiegscodes, da war ja was. Okay. Ein Schnörkel. Ich möchte bitte diesen Schnörkel haben. Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen Schnörkel. Gut, und da haben wir noch die Ölklappe. Das sollten wir vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten. Oh. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Klitus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Ehrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Ja, der Cletus sieht genauso aus wie du. Und der hier klingt so, so wie du. Der Argus. Der argwöhnische Argus. Sicherheitsschalter? Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Ja, genau. Aber hier komme ich ja so nicht dran vorbei, richtig? Nee. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Mobstange? Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Was ist denn da? Ich könnte mir aus dem Schnörkel und der Stange einen Greifhaken bauen. Kein schlechter Einfall. Aber ich warte mal damit, bis ich so etwas wirklich brauche. Mein Toll. Katapult hat nur das Menschen rein. Flagge. Ha. Okay, also da kommen wir jetzt wohl erstmal nicht dran vorbei. Hinterher. Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Stellen wir mal zur Rede. Den Herrn Cletus.
Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar, wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen... Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll,
Das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Oh. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, wir arbeiten, räum mal auf. Check mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Junge, was für Gespräch. Ja, das sollte auch für heute reichen. Okay, ganz viel Information. Das müssen wir auch erstmal alles verarbeiten. Würde ich sagen. Also, tja, danke dir für immer fürs Zuschauen. Bis in unserer nächsten Folge. Hauste.